Liebe Orgelinteressierte, herzlich willkommen zum virtuellen Orgelkalender des Referats Kirchenmusik im Bistum Limburg. Im Jahr 2021 ist die Orgel das Instrument des Jahres. Daher stellen wir Ihnen jeden Monat eine interessante Orgel aus unserem Bistum vor. Mein Name ist Andreas Loheide und ich bin als Bezirkskantor in Montabaur an St. Peter in Ketten tätig. Dieses seltene Patronat geht auf das alte kirchliche Fest der Befreiung des Apostels Petrus aus dem Gefängnis in Jerusalem zurück. Die viertürmige Emporenbasilika gilt als Mutterkirche des Westerwaldes und stammt in wesentlichen Teilen aus dem 14. Jahrhundert. Eine Besonderheit ist das rechte, außergewöhnlich breite Seitenschiff. Auf der dortigen Empore haben die Chöre im Gottesdienst ihren Platz. Bei der letzten Renovierung im Jahr 2006 wurde die frühneuzeitliche Zeichnung eines Drachen freigelegt, der nicht Feuer, sondern Blumen spuckt. Dieses Bild ist heute Logo der Konzertreihe Musik an St. Peter. Unsere noch recht junge Orgel wurde im Jahr 2014 eingeweiht. Sie stammt aus der Orgelbauwerkstätte Mühleisen in Leonberg und verfügt über 40 Register. Dank eines romantisch besetzten Schwellwerks und eines barock ausgerichteten Rückpositivs ist sie für einen reichhaltigen Schatz an Orgelmusik gut ausgestattet. Eine Besonderheit ist der Untersatz 32 Fuß, dessen tiefsten Pfeifen quer liegen. Ich spiele für Sie ein Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy, die Fuge C-Moll aus der Sammlung der drei Präludien und Fugen Opus 37. Viel Spaß beim Zuhören.